sagen, danke Ihnen, kein Sparkassen Heidelberg oder Kanzlei Stadtwerk, die es möglich machen, dass Sie heute hier sein können, nachher in der Haltestelle das ein oder andere Getränk genießen können und draußen dann auch eine Wurst oder ein Schafsbier oder was auch immer Sie möchten vom Grill nehmen dürfen. Die Organisatoren dieser Veranstaltung sind die Heidelberger Ideen, eine studentische Initiative, die sich gleich kurz vorstellen wird. Die Heidelberger Dienste, die Treiber dieses schönen Gebäudes und des Kultur- und Kreativwirtschaftszentrums sind. Falls jemand später mit Philipp sprechen möchte, wo ist er? Ist er nicht da? Ich habe mich gebeten, ihn kurz vorzustellen, weil vielleicht der eine oder andere auch Interesse hat, hier die Räumlichkeiten zu nutzen, entweder in die Halle oder auch ein Büro zu gehen. Er kann jederzeit gerne angesprochen werden und freut sich auf den Kontakt. Und final, die Heidelberg Startup Partners. Die Heidelberg Startup Partners existieren jetzt seit 10 Monaten und wir unterstützen wissenschaftliche und Hightech-Startups hauptsächlich. Haben da unterschiedliche Möglichkeiten. Zur einen Seite unterstützen wir bei der Krise von Fördermitteln und manchmal Businessplan. Wir haben seit dem neuesten ein Gründerzentrum, seit dem 1.1. Da ist auch noch Platz, also wer Interesse hat an solchen Räumlichkeiten, darf sich gerne an uns wenden. Dazu haben wir einen Mietkostenzuschuss für Flächen, die noch nicht gefördert werden. Wer da auch Interesse hat, darf sich auch gerne an uns wenden. Wir haben verschiedene Veranstaltungen. Zum einen machen wir am 13. und 14.2. den Prime Cup. Das ist eine Veranstaltung für Studenten und Doktoranden, wo in einem zweitägigen Planspiel mal die Unternehmensgründung simuliert werden soll. Bei Interesse kann man sich auf den Seiten des Prime Cup anmelden. Wir würden uns über die Teilnehmer freuen und auch Studenten, die sind teilweise immer sehr begeistert. Und das andere ist, wir haben am 25.2. einen Vortrag zum Thema Investitionszuschuss Wagniskapital. Da wird es darum gehen, dass die entsprechenden Beteiligten vorstellen, wie Business Angels Zuschüsse vom Staat bekommen können, um in ihr Startup zu investieren. Das heißt, der Staat gibt 20% der Investitionssumme zurück an die Business Angels. Das ist eine sehr interessante Möglichkeit, die jetzt aktivieren. Das ist sowohl auch für Business Angels als auch für solche, die vielleicht Kapital suchen und sich da informieren wollen. Da wird auch auf unserer Webseite jetzt auch weitere Informationen. Webseite ist neu geführt. Dann möchte ich noch ganz kurz den nächsten oder den Rahmen des nächsten Zünderbegründer am 11.3. bewerben. Das ist der Elevator Pitch Baden-Württemberg. Beim Elevator Pitch Baden-Württemberg geht es darum, dass 10 Startups oder Leute, die Ideen haben, diese Ideen vor einer Jury in einem 3-Minuten-Pitch darstellen. Die Jury wählt den besten Pitch aus und dieser gewinnt erstens 500 Euro und zweitens darf er am finalen Identifikator teilnehmen, wo es dann nochmal 3.000 Euro geben wird. Es ist so, dass man sich dafür bewerben muss, man muss sich auf der Seite elevatorpitch.de anmelden, man muss es kurz in ungefähr 100 Worten darstellen, was man vorhat. Und dann muss man alle seine Bekannten, Freunde, Feinde, wie auch immer, dazu bringen, für einen abzustimmen, weil die 10 Ideen, die die meisten Stimmen auf dieser Webseite bekommen, werden eingeladen zur Veranstaltung am 11.3. Das heißt, jeder von Ihnen kann dann seine Idee posten und muss dann einfach nur genug Leute finden, die sie gut finden und dafür ihre Stimme abgeben. Die Seite ist live geschaltet, Sie können da jederzeit sich anmelden. Je früher Sie sich anmelden, desto mehr Zeit haben Sie natürlich, Stimmen zu sammeln. An dem Schluss wird der 4.3. sein. Für weitere Fragen stehen wir da auch gerne zur Verfügung. Anschließend wird es dann, wie gesagt, wieder den Zünder-Begründer geben, dann aber als gemeinschaftliche Veranstaltung der Entrepreneurship Club. Das ist die selbe Veranstaltung, die in Mannheim alle 2 Monate stattfindet. Und wir wollen diese Veranstaltung nutzen, um Mannheimer Gründer, Heidelberger Gründer zusammenzubringen und da den Austausch weiterzuführen.
fördern und zu stärken. Gut, jetzt habe ich lange überredet. Jetzt werde ich mir eine der Gespräche noch für zwei, drei Minuten vorstellen. Und dann komme ich doch ganz kurz. Ja, hallo und herzlich willkommen auch im Namen der Heidelberger Ideen. Genau, wir sind der studentische Verein, der diese Veranstaltung hier mit initiiert und organisiert. Und wir sind wirklich so anzusiedeln, wenn man so will, zwischen völliger Ahnungslosigkeit und dem Gründen eines tatsächlichen Startups. Das heißt, wir interessieren uns eigentlich hauptsächlich darum, Ideen überhaupt erstmal zu entwickeln, mit anderen Leuten zu diskutieren und dann tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Und dazu noch haben wir natürlich diesen Verein gegründet, insbesondere, der setzt sich dann zusammen, hauptsächlich eigentlich aus Studenten, aber es wird auch ein bisschen anderer kommen, wenn man zum Beispiel jetzt hier seine Idee pitchen möchte, wenn man schon das Startup hat. Leute sucht vielleicht, die an der eigenen Idee und dem eigenen Projekt mitarbeiten wollen oder einfach interessante Leute kennen will, also sein Netzwerk gewissermaßen ausbauen möchte. Dann kann man bei uns vorbeikommen und das da tun. Wir haben Mittwochs. Achso, erstmal was wir machen. Genau, also wir haben Mittwochs ein Treffen und in dieser sogenannten Ideenrunde kann, wie gesagt, jeder die Ideen, die er gerade so hat, die man zum Beispiel Kopf schießen, vorstellen, mit anderen Leuten diskutieren, die weiterentwickeln und vielleicht auch dann tatsächlich anstoßen, dass man es tatsächlich in die Tat umsetzt, was auch, wie man jetzt hier an dieser Veranstaltung sieht, tatsächlich passiert ist. Und im Weiteren natürlich dann vor allen Dingen seine eigenen Fähigkeiten und zu bilden, Richtung einer Gründung vielleicht sogar tatsächlich zu erweitern und auszubauen. So, genau. Also, das ist hier Mittwoch, wie ihr schon steht, und zwar um 20 Uhr im sogenannten Seminarraum 0028 in der Kammerstraße 58, das ist der Bergheimer Campus, beziehungsweise da, wo die VWLer sitzen, so ein also die meisten werden das kennen oder sicher finden, und zwar im Erdgeschoss am einen rechts, das ist ein kleiner Raum, und da ist es ein meistens hoch, wo ich diskutieren gehe, macht über alles Mögliche, über die Welt gewissermaßen, und natürlich auch über spezielle und nützliche Dinge. Das ist also nicht nur meine Lage, nein, wir machen tatsächlich was. Wir haben eine Internetseite, die man hier sehen kann, nämlich die www.hdideen.de, da kann man sich weiterführen, falls das hier irgendwie zu unverständlich weiterreden, was das zu schön. Naja, genau. Und so, da geht es weiter. Ja, wunderbar. Also dann viel Spaß und gut. Wie wir es hier sehen, wir haben auch eine Facebook- und eine Twitter-Seite. Wir hatten auch ganz am Anfang den Hashtag, also seine Meinung.